Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Bianca Dietz und ich bin Host dieses Podcasts. Hier bei Jung und Aktiv treffe ich wöchentlich spannende junge Menschen, die etwas bewegen wollen und in den unterschiedlichsten Bereichen Projekte gestartet haben. Heute habe ich Susanne Schöp zu Gast. Sue hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Anna Goldhofer vor 2 Jahren den Verein Critical Friends gegründet und daraus wurde dann vor circa einem Jahr eine gemeinnützige GmbH. Hi Sue, schön, dass du da bist. Hi Bianca, freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Willst du einfach dich und Critical Friends mal kurz vorstellen? Was macht ihr denn so? Ich stelle mich sehr, sehr gerne nochmal vor, beziehungsweise unsere Organisation. Wie du schon gesagt hast, wir sind eine gemeinnützige GmbH und wir haben uns dem Zweck der Wirtschaftstransformation verschrieben, und zwar hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Also was wir mit Critical Friends machen, ist, Unternehmen zu verbinden mit jungen Erwachsenen beziehungsweise jungen Menschen, die einen Nachhaltigkeitsanspruch haben, und versuchen sie in den Unternehmen zu positionieren, aber auch in den Unternehmen auszubilden, eben mit diesem Zweck Nachhaltigkeit. Also du sagst ja, ihr bildet junge Menschen aus, da irgendwie Nachhaltigkeit zu etablieren oder sie so zu stärken, das in ihren eigenen Unternehmen auch zu tun. Wie sieht es denn aus? Was können wir uns denn darunter vorstellen? Wir haben vor circa einem Jahr die Critical Friends Changemaker Akademie gegründet und mit dem Zweck, eben junge Mitarbeitende im Unternehmen fit zu machen. Ich glaube, gerade in unserer Generation ist es so, dass wir uns viel mit Nachhaltigkeit beschäftigen. So Fridays for Future war in aller Munde. Und es gibt einfach viele Personen im Unternehmen, gerade die junge Generation, die eigentlich was vorantreiben will, die vielleicht mit neuen Ideen auch schon ins Unternehmen kommen. Und die wirklich zu Changemakern zu machen, also Personen, die verstehen, Transformationsunternehmen zu bringen, die persönlich resilient sind, die aber auch die Tools haben, wirklich Transformation anzuleiten. Das ist die Idee unserer Changemaker-Akademie. Also stelle ich mir dann so Workshops vor, und in denen ihr den Leuten was beibringt und die nehmen das dann mit. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Workshop im ersten Sinne kannst du dir vorstellen, aber es ist ein bisschen mehr. Wir sind 6 Monate unterwegs, was bedeutet, dass wir wirklich ein 6-Monats-Programm kreiert haben, das zu Teilen online stattfindet, zu Teilen aber auch live. Und wenn du Workshops sagst, dann sehe ich jetzt gerade so unser erstes Live-Treffen, das ist in Live, das findet immer in Berlin statt, wo wir wirklich 3 Tage ganz intensiv miteinander arbeiten und natürlich hauptsächlich in Workshop-Formaten, ja. Auf eurer Website findet man immer die Beautiful Economy, also eine bessere Wirtschaft, eine schönere Wirtschaft, ich nehme mal an, eben eine nachhaltigere Wirtschaft. Was genau versteckt sich da hinter diesem Begriff? Genau, das hast du voll richtig erkannt. Creating a beautiful economy, das ist unsere Mission und die Vision eben die beautiful economy. Und beautiful economy ist ein bisschen ein anderer Begriff eben für Nachhaltigkeit. Wir haben den nochmal ausgeweitet, gehen eher auch in Richtung Regeneration, haben aber zu den 3 Ps von Nachhaltigkeit, also Profit, Planet und People, auch noch das Produkt mit dazu genommen, weil wir uns in einer Welt befinden, in dem auch ja, die Nachhaltigkeit von Produkten nochmal hinterfragt werden kann. Also Nachhaltigkeit im Sinne von, braucht das der Markt wirklich? Und genau das versuchen wir eben mit Beautiful Economy auch zu symbolisieren. Vielleicht auch nochmal die Frage, warum Beautiful Economy und warum nicht Nachhaltigkeit? Ich glaube, Nachhaltigkeit ist zu einem krassen Marketingbegriff geworden und jede Person interpretiert da auch ganz viel rein. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, auch nochmal eine neue Begrifflichkeit eben zu wählen. Also ihr seid quasi in die Wirtschaft gegangen, habt da das Thema aufgegriffen, habt es noch ein bisschen erweitert. Und was aber ja spannend an eurer Arbeit ist oder an euch als Team auch, ist, dass ihr nicht die typischen BWLerinnen seid. Also soweit ich das weiß, bist du Anthropologin und Anna ist Wirtschaftsingenieurin. Also quasi gar nicht euer Bereich in dem Sinne. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen und warum ist dieser interdisziplinäre Ansatz euch so wichtig? Ja, absolut, genau. Ich habe auch meinen Master in Anthropologie gemacht, mich dann aber recht schnell auch mit Unternehmen beschäftigt
Und ich glaube, so ist es bei der Anna auch gewesen. Sie lang im Konzern auch gewesen. Und Interdisziplinarität ist wirklich Kern unserer Arbeit. Also alle Inhalte der Akademie werden aufbereitet von unserem Kollektiv an ca. 40 Personen, die an dieser Vision einer Beautiful Economy mit uns arbeiten. Und all diese Personen kommen aus den verschiedensten Ecken und Richtungen. Ich glaube, dieses Thema Wirtschaft zu fassen, ist nicht mehr möglich oder quasi nur in so einem sehr stringenten Weg der Wirtschaftswissenschaften. Gerade dieses Thema Nachhaltigkeit bedarf eben einen sehr weiten Blick, viele Perspektiven, die auch mit an den Tisch kommen. Das ist kein Thema, das fertig ist oder das wirklich eine Lösung kennt, sondern für diese sehr großen Herausforderungen, die wir haben in dieser Wirtschaftstransformation und gerade auch diesen unbekannten Tasks, die damit verbunden sind. Das braucht eben verschiedene Perspektiven, verschiedene Blicke und kann jetzt nicht so ganz linear irgendwie von den Wirtschaftswissenschaften, die übrigens zu Teilen auch wirklich noch gar nicht so weit sind. Also das, was jetzt gerade so gelehrt wird an den Unis, ist immer noch Homo economicus, also so dieses alte Menschenbild, das wir damit verbinden, das gar nicht mehr sinnstiftend ist in Bezug auf nachhaltiges Wirtschaften. Und deswegen ist es eben dieser interdisziplinäre Ansatz, den wir gewählt haben. Ja, und jetzt hast du ja auch viel eben über die Herausforderungen gesprochen. Ich meine, das ist ja auch nicht zu leugnen, dass wir gerade vor wahnsinnig vielen Herausforderungen stehen. Unter anderem auch quasi die Herausforderung, irgendwie ein bisschen generationengerechter zu handeln und zu überlegen, was hinterlassen wir eigentlich den nachfolgenden Generationen. Das ist natürlich im Hinblick auf das Klima so die extremste Frage, aber das hat natürlich eine wahnsinnige Auswirkung auf unsere Wirtschaft oder sollte eine haben. Wie müsste sich unsere Wirtschaft transformieren, um den nachfolgenden Generationen eben keinen Scherbenhaufen zu hinterlassen? Also ich glaube, wir sind ja schon die Generation, die Klimawandel wirklich aktiv auch spürt. Das heißt, es geht im ersten Schritt nicht nur quasi um die nachfolgenden Generationen, sondern bei uns geht es auch schon um uns in Anführungszeichen. Vielleicht auch so ein bisschen einen egoistischeren Blick und deswegen gehen die Fridays for Future ja auch auf die Straße und sagen, hey, es ist unsere Zukunft aktuell, über die wir sprechen. Und da hätten wir auch gerne Mitsprache. Und und Klimakrise ist vor allen Dingen eben auch eine soziale Krise im ersten Schritt. Also ich glaube, wir spüren auch schon so Migrationswellen und Co., die so auf uns zukommen. Und das ist eben was auch so aus Klimathematiken resultiert. Genau, und jetzt zur Wirtschaftstransformation und wie das gelingen soll oder wie diese Beautiful Economy aufgebaut sein soll. Ich glaube, wir müssen hin zu einem regenerativen Wirtschaftssystem arbeiten. Und das ist klar, dass das jetzt nicht passiert. Also, dass wir uns nicht entscheiden, okay, wir wirtschaften jetzt regenerativ und in 10 Jahren ist alles regenerativ und das ist uns auch als Organisation ganz klar und auch wichtig zu äußern, dass es nicht darum geht, jetzt den kompletten Shift zu machen, sondern was wir machen müssen, ist jetzt einfach gute Grundsteine zu legen. Also so zu wirtschaften oder so anzufangen, auch Wirtschaft umzubauen. Und das passiert wirklich im Kleinen. Auch wir arbeiten viel mit Unternehmen zusammen, wie ich schon sagte. Also was ist die 1% Veränderung, die ich jetzt leisten kann, um eben zu schauen, dass ich Ressourcen schone, dass ich eben hin zu einer Wirtschaft komme, die eben vielleicht auch irgendwann regenerativ wird. Und das genau auch in anderen Bereichen, also auch im sozialen Bereich und auch bei Profit. Was da hinzukommt, ist, dass nachhaltiges Wirtschaften jetzt schon einigermaßen in Anführungszeichen auch profitabel wird, weil wir eben durch European Green Deal und viele Gesetzgebungen auch auf europäischer Ebene da wirklich schon recht weit sind in Deutschland. Und das heißt, die meisten Unternehmen müssen sich jetzt in Anführungszeichen auch langsam umgucken, weil es eben auch der profitable Weg ist.
ich finde, man hat halt einfach oft das Gefühl, naja, uns betrifft es nicht, also müssen wir uns nicht darüber damit auseinandersetzen. In unseren Köpfen ist das Wirtschaftswachstum an oberster Stelle und die Transformation quasi auch im Kopf, also die scheint mir gerade schwer vorstellbar. Aber offenbar gibt es ein bisschen einen positiven Aspekt dahinter, was sagst du? Ja, absolut. Also diese Transformation ist wirklich auch eine Transformation unserer Wertvorstellung und beinhaltet eine absolute gesellschaftliche Transformation, die wir nicht wegdenken dürfen. Ich glaube, gerade unsere Elterngeneration, die ist wirklich noch so sozialisiert, viel arbeiten, viel Geld verdienen, damit irgendwie auch gesellschaftlich relevant werden. Das war ja auch so nach so den 50ern und der Wiederaufbau Deutschlands, war das ja auch der erste Schritt. Hey, wir können uns jetzt richtig viel leisten. Wir stellen das vielleicht auch zur Schau. Wir haben so einen großen Wachstum so schnell erreicht, irgendwie in Richtung Wirtschaftswunder gedacht. Also es ist toll, irgendwie so viel Geld zu verdienen und Co. Und ich glaube, das ist auch immer noch in unserer DNA, in Anführungszeichen. Und wie gesagt, das hat auch mit einem Wertewandel zu tun, den ich jetzt aber wirklich auch spüre, so in unserer Generation. Also ich bin jetzt nicht Gen Z, ich bin Gen Y und werde jetzt dann 30, aber auch die jetzt irgendwie so neu ins Arbeitsleben kommen und so, bei denen habe ich eine ganz andere Idee von, was möchte ich mit meiner Arbeit bewirken, warum arbeite ich vielleicht sogar, und da ist was Sinnstiftendes zu tun, immer höher angesetzt. Und deswegen, ich bin positiv, sonst würde ich das auch nicht machen und will auch gerne positiv bleiben und habe auch viele positive Erfahrungen, also sowohl mit quasi der UnternehmerInnen-Generation, die jetzt auch gerade eben Entscheidungsträgerinnen sind, und aber auch mit denen, die quasi neu auf den Arbeitsmarkt kommen und wirklich eine sinnstiftende Vision haben. Das finde ich schön, dass du so positiv bist. Das macht mir auch gleich gute Laune auf jeden Fall. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf was anderes zurückkommen. Und zwar auch so im Rahmen dieses Podcasts habe ich mich schon öfter damit auseinandergesetzt, weil es ja in Deutschland tatsächlich leider super selten ist, dass Frauen gründen und nur Frauen Unternehmen leiten. Also zum Vergleich, in Deutschland werden nur 23% der Unternehmen von einer Frau geführt. Du hast jetzt zusammen mit Anna Critical Friends gegründet. Deswegen, ihr seid eine Besonderheit. Rein Frauenteams, die gründen, ist selten, leider noch. Vielleicht liegt es auch an der Sozialisation. Vielleicht liegt es an, wer traut sich was zu und warum. Also wie sind wir auch groß geworden? Warum habt ihr euch dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen? Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein total wichtiges Thema und auch ein wichtiges Thema, darüber zu sprechen. Also vielleicht nur noch mal vorausgeschickt, wie du schon sagtest eingangs, ich bin Gesellschaftswissenschaftlerin. Das heißt, Unternehmertum war jetzt nicht das Erste, was so auf meinem Zettel stand, sondern eher eben in die Wissenschaft zu gehen. Und auch da nochmal vielleicht an die Hörerinnen und Hörer, ich sage immer ganz gerne dazu, dass es nicht den linearen Weg braucht, auch was so den eigenen Weg angeht, weil das bei mir ganz anders war. Also wie gesagt, Gesellschaftswissenschaftlerin qua Ausbildung und dann irgendwie auf verschiedene Stationen gegangen. Zwar schon in Richtung Wirtschaft, aber ganz verschiedene Situationen und Stationen gehabt. Und das Thema als Frau gründen ist mir total wichtig, weil ich da auch wirklich empowern möchte und andere auch ermutigen möchte, das zu tun. Wir haben in unserer eigenen Gründung auch die Erfahrung gemacht, dass wir zu Teilen sehr sicherheitsbezogen sind und hatten auch einige Ängste und Sorgen, die mit dieser Gründung einhergingen. Ich will das nicht so aufteilen in Geschlechtlichkeiten, aber ich glaube, zu Teilen sind da Männer schon mutiger, in Anführungszeichen, auch so den sicheren Hafen zu verlassen,
Anna und ich hatten auch lange noch zwei Jobs. Das heißt, wir haben Critical Friends, wie du eingangs gesagt hast, so in Vereinsstrukturen eigentlich angefangen. Und da hatten wir beide noch Vollzeitjobs, also mit 40 Stunden. Und sind den Schritt, dann wirklich auszugründen, auch recht spät in Anführungszeichen gegangen. Und im Hinblick jetzt auch nochmal so auf unsere Vision Beautiful Economy, ich glaube, es braucht mehr Frauen in der Wirtschaft und natürlich braucht es auch Männer. Aber dieses gesamthafte Denken auf Wirtschaft und auf Wirtschaften ist, glaube ich, schon viel auch ein weibliches Attribut in Anführungszeichen. Und deswegen will ich einfach gerade junge Frauen auch ermutigen, da vielleicht wirklich einen mutigen Schritt zu gehen und das einfach mal auszuprobieren oder ja, sich selbst in Frage zu stellen oder die Frage zu stellen, kann ich das? Weil ich glaube, auch hier ist es einfach ein Trial and Error und lass uns doch mal sprechen in 10 Jahren. aber ich glaube, es geht immer weiter und mit so einer Gründung oder auch ein Aufsetzen von einem eigenen Projekt hat man halt eine wahnsinnige Wirksamkeit und die ist auch total schön zu spüren. Jetzt hast du von Trial and Error gesprochen. Ich glaube, das ist komplett normal. Gibt es irgendwas, wo ihr quasi, wenn man so will, mal gescheitert seid oder irgendwie an eure Grenzen gekommen seid, aber dann trotzdem eine Erfahrung rausgezogen habt und was gelernt habt? Gibt es vielleicht eine kurze Geschichte, die du mit uns teilen magst? Also ich kann jetzt tatsächlich keine große Geschichte erzählen, aber wie du schon sagtest, wir sind beide keine BWLerInnen oder BWLerinnen tatsächlich in unserem Fall. Und das bedeutet, wir lernen wirklich so im Tagesgeschäft. Also wie führe ich eine Firma? Wie richte ich die strategisch aus? Buchhaltung, Lohnbuchhaltung. Diese ganzen Dinge, das ist wirklich, sind wirklich Sachen, die wir jeden Tag neu lernen. Und da haben wir auch schon Fehler gemacht und die sind uns auch schon auf die Füße gefallen. Und dann musste unsere Lohnbuchhalterin zum Beispiel einfach nochmal einen Tag nachfassen und Dinge irgendwie regulieren und neu aufsetzen. Und natürlich verlaufen wir uns auch manchmal strategisch und kommen dann aber, glaube ich, ganz gut auch immer wieder zurück und schauen da drauf. Ich habe das Glück, wirklich die Anna auch auf meiner Seite oder an meiner Seite zu haben, die sehr analytisch denkt und recht handfest auch irgendwie agiert, während ich mich auch manchmal irgendwie in meinen großen Visionen verlaufe und das vielleicht nicht als Fail unsererseits, aber eher so als Modell, also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, das alleine zu machen. Und auch das, dazu würde ich irgendwie gerne ermutigen, dass es wirklich schön ist, gleich auch als Gründer in einem Team zu arbeiten, sich auch nach außen einfach MentorInnen zu holen und zu finden, die da unterstützen können. Weil das ist auch das, was so ein bisschen die, sagen wir mal, so großen Fails am Ende auch ja, weniger groß macht. Klingt auf jeden Fall irgendwie nach einem sehr aufregenden Weg. Auch ein bisschen nervig, finde ich manchmal, mit dieser ganzen Bürokratie. So klingt es zumindest. Ich weiß nicht, ob das mein Ding wäre, aber natürlich, wenn man es dann schafft und wenn man es dann lernt und dann nochmal in einen anderen Bereich eingetaucht hat, stelle ich mir das schon extrem spannend vor. Jetzt sind wir eh schon wieder sehr weit. Die Zeit vergeht jedes Mal super schnell. Aber ich habe ja immer noch so eine gleiche oder eine relativ ähnliche Abschlussfrage, weil es soll ja auch ein bisschen drum gehen, wie wir oder wie ihr als meine Gäste auch die Leute motivieren könnt, aktiv zu werden, wenn man irgendwie vielleicht eine Lücke erkannt hat, eine gute Idee hat, kreativ sein möchte, aber einfach noch nicht genau wissen, wie sie starten sollen. Hast du da einen Tipp oder hast du einen Tipp, den du gerne hättest früher bekommen? Ich habe tatsächlich 2 Tipps. der erste ist ganz einfach. Ich glaube, du musst für dein Thema brennen. Also, wie du gerade sagtest, Personen, die sich gerade so überlegen, aktiv zu werden, da muss es irgendeinen Schlüsselmoment geben, wo die Person dann sagt, hey, das ist mein Thema, dafür brenne ich und dafür will ich meine Energie ausgeben, in Anführungszeichen. Das ist Tipp 1. Und ich glaube, wenn es so ist, dann spürt man das auch, dass es so ist.
Und mein zweiter Tipp geht tatsächlich eher so, ja, so ein bisschen in der organisatorische Richtung vielleicht sogar. Und zwar such dir ein gutes Netzwerk. Also diese Idee oder die Art von Denken ist mir, glaube ich, auch so ein bisschen inhärent, weil ich sehr kommunikativ bin. Aber ich habe nie großen Wert gelegt darauf, irgendwie mein Netzwerk zu pflegen, in Anführungszeichen. Und das klingt jetzt auch so sehr businesslastig. Aber ich glaube, um wirklich was zu bewirken, wirksam zu werden, auch vielleicht sowas wie ein Movement voranzubringen, es braucht nicht nur eine Person, sondern es braucht viele Personen. Und in unserem Fall ist es eben, ist es ein wirklich sehr großer Kreis mittlerweile, durch die Personen in der Akademie, durch die Personen, mit denen wir im Think Tank arbeiten, die alle hinter der Vision einer Beautiful Economy stehen. Und das ist so wertvoll und das bringt auch die Wirkung am Ende und nicht quasi meine kleine Idee von, ich will jetzt Critical Friends gründen. genau, und da auch nochmal meine Ermutigung, such dir Personen, die es mit dir angehen. Ja, cool. Gleich so viele Tipps. Vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Danke für das spannende Gespräch. Ich wünsche euch natürlich alles Gute und ich hoffe, dich bald wieder in einem anderen Kontext zu sehen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht bei euch. Vielen Dank dir, Bianca, fürs Gespräch. Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis für alle, die jetzt auch sich angesprochen gefühlt haben von ich will was vorantreiben und ich bin vielleicht auch schon im Unternehmen und möchte genau da was bewegen. Unsere Changemaker Akademie gibt es zweimal im Jahr, immer im April und im Oktober. Und für Oktober haben wir jetzt dann schon einmal Meldeschluss im Juni, was bedeutet, dass ihr sehr gerne einfach auf mich zukommen könnt, meine Kollegin Anna oder auch unser Team. Sue@critical-friends.org ist meine Mailadresse, also schreibt mir auch direkt. Ich würde mich sehr freuen. Das packen wir natürlich auch sehr gerne in die Shownotes. Vielen Dank noch für den Hinweis und mach's gut. Vielen Dank dir, Bianca. Ciao. Das war ein Podcast der Petra Kelly Stiftung. Wir sind das Bayerische Bildungswerk für Demokratie und Ökologie in der Heinrich-Böll Stiftung. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann schaut auf unserer Website vorbei, www.petrakellystiftung.de oder auf Social Media unter kelly-stiftung. Das war's für heute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.